Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen. Wir freuen uns sehr, heute Daniel Sammerns begrüßen zu dürfen, der hier auch ausstellt und jetzt einen Vortrag zu Collodium Webplate-Verfahren gibt. Und damit übergebe ich auch schon. Danke, dass du da bist. Viel Spaß. Danke, Jan. Mein Name ist Daniel Sammerns. Ich bin freier Fotograf. Beschäftige mich jetzt seit 2011 mit dem Collodium Nassplattenverfahren. Vorab auch ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Schön, dass ihr da seid, jetzt am Sonntag spät, Nachmittag, Frühabend. Genau. Und folgendes. 1851 gab es einen Herrn, Sir Frederick Scott Archer in London. Und der hat mit dem Collodium Nassplattenverfahren das bis daher gültige fotografische Verfahren abgelöst, die Daguerreotypie, die ab 1834, glaube ich, war es, so die vorherrschende Art der Fotografie war. Im Collodium-Nassplatten-Verfahren gibt es grundsätzlich zwei Unterschiede. Man kann ein Positiv herstellen oder man kann ein Negativ herstellen. Negativ, also die positive, seht ihr hier. Im Falle von Positiven auf Glas nennt man die Bilder Ambrotypien. Man hat aber auch die Möglichkeit, Positive auf Metall herzustellen. Dann sind das Tintypes oder Ferrotypien. Man kann sie aber auch auf beispielsweise Acrylglas herstellen. Also dann wüsste ich jetzt keinen Namen dafür, weil das ein bisschen eine modernere Variante doch ist. Genau. Das andere Verfahren ist das Negativ. Und das sieht dann ein bisschen anders aus, als wir das eigentlich vom Film her kennen. Hier haben wir jetzt ein 13 x 18 cm großes Negativ. Beim Negativverfahren oder beim Negativverfahren im Collodium-Nassplattenverfahren ist es so, das wurde hergestellt, um im Anschluss durch Kontaktkopien sozusagen in Kopierrahmen, aus Kopierrahmen, die Bilder zu vervielfältigen durch eben Ausbelichtung. Hierfür ist es notwendig, dass die Negative wesentlich dichter sind, als wir das vom normalen Schwarz-Weiß-Negativ her kennen. Man sagt, ein gutes Collodium-Negativ muss so dicht sein, dass wenn man es auf eine Buchseite legt, man die Schrift nicht lesen kann. Genau. Zur Weiterverarbeitung wird dann dieses Negativ mit einem beispielsweise Salzpapier oder zuvor vorbereiteten Albuminpapier zusammen in einen solchen Kopierrahmen gelegt. Und das Licht und in die Sonne gestellt. Das Licht fällt durch das Negativ auf die Rückseite, quasi wo das Papier dann ist, was ihr jetzt hier rot seht, weil eben kein Papier drunter liegt. Und dann ist es eine Frage der Zeit, also je nach Wetterlage, wenn es bewölkt ist, braucht das Bild dann länger, um belichtet zu werden. Oder wenn strahlender Sonnenschein ist, blauer Himmel, geht eine Belichtung dann schneller vonstatten. In den Verfahren Salzpapier beispielsweise oder Albuminpapier. Man kann allerdings auch Cyanotypien hiermit herstellen mit solchen Glasplatten. Genauso wie man das auch mit Schwarz-Weiß-Negativen oder Folien beispielsweise machen kann. Selbes Verfahren dann im Grunde genommen. Hier eine Vervielfältigung vom Negativ im Gegensatz zum Unikat bei einer Ambrotypie, Ferrotypie, Tintype oder auf Acrylglas beispielsweise. Im Wesentlichen beschäftige ich mich mit Positiven, sprich Ambrotypien in diesem Verfahren. Und hierbei ist es eben so, dass es dann eben Unikate sind, die entstehen. Also jede Belichtung ist dann ein einzelnes Unikat. Ein Negativ bzw. eine Ambrotypie, nur zur Erklärung jetzt, was eine Ambrotypie in Wirklichkeit ist, weil man hat nicht einfach einen positiven
ein positives Bild einfach auf einer Glasplatte oder auf einem Metall, sondern eine Ambrotypie ist im Grunde genommen ein... Ups, komm her. Eine Ambrotypie ist im Grunde genommen ein unterbelichtetes Negativ, was durch Schwärzung der Rückseite zum Positiv wird. Unterbelichtetes Negativ, das heißt also, man könnte das jetzt zur Vervielfältigung auf Papier nicht benutzen. Das wäre im Grunde genommen unbrauchbar. Durch Schwärzung der Rückseite erscheint ein Positiv. Das ist im Grunde genommen der Trick bei der ganzen Sache oder zum Verständnis quasi der Clou an dem positiven Bild. Zum Prozess. Hier wird eine Glasplatte auf das entsprechende Format geschnitten, wird dann anschließend, die Ränder werden anschließend geschliffen und die Kanten geschliffen. Danach findet eine penible Reinigung der Glasplatte statt. Die Glasplatte muss staub- und fettfrei sein. Dann wird die Glasplatte mit einer Kolloidumflüssigkeit, quasi mit der Emulsion, wenn man so will, übergossen. Die Emulsion wird verteilt auf der Glasplatte, die überschüssige Flüssigkeit wird abgegossen. So hat man dann eine Glasplatte mit Emulsion. Diese Glasplatte kommt dann in ein Silberbad, wird hier lichtsensibel gemacht. Das dauert ca. 3 bis 5 Minuten, die Sensibilisierung. Die findet im Dunkeln statt. Anschließend kommt die Glasplatte in eben eine solche Holzkassette oder jetzt eben entsprechend der Kameragröße eben, hier wäre es diese Holzkassette. Da kommt es dann rein und wird in der Kamera belichtet, indem man letzten Endes quasi die Glasplatte, man muss sich das vorstellen, die Glasplatte ist jetzt hier im nassen Zustand drin, mit der Schichtseite, mit der Silberseite quasi in die Richtung, ist verschlossen, lichtdicht, kommt in die Kamera, die zuvor eingestellt wurde. Dann wird die Glasplatte freigelegt in der Kamera, während der Verschluss geschlossen ist. Die Glasplatte liegt offen. In dem Moment, wo der Verschluss geöffnet wird, fällt Licht durch die Optik, durch die Kamera auf die Glasplatte. Die Belichtung findet so sozusagen in dem Moment statt. Im Anschluss an die Belichtung wird die Kassette verschlossen, kommt in die Dunkelkammer. Hier wird sie mit, also quasi wieder rausgenommen aus der Kassette, wird mit einer Entwicklerflüssigkeit übergossen. Die Entwicklung dauert zwischen 15 und 30 Sekunden. Anschließend findet quasi das Stoppen der Entwicklung durch einen Wasserstrahl, Auftragen von Wasser statt. Und das ist dann der Moment, wo die Glasplatte quasi eine Konsistenz hat oder aussieht wie eine Milchglasplatte, bläulich-bräunliche Milchglasplatte, die Konturen der porträtierten Person zeigt oder des Fotomotivs, der Landschaft vielleicht auch. Wir können dann ins Helle gehen, wieder ins Tageslicht und können im Tageslicht die Glasplatte in das Fixierbad geben und im Fixierbad wird das nicht belichtete Silber aus der Schicht rausgewaschen und es ist im Grunde genommen so dieser, was ich nenne, der magische Moment, wenn so auf ganz mysteriöse Art und Weise dann hier ein Auge erscheint und da sieht man die Schulter und das ist so ein ganz magischer Moment, der zudem viel intensiver ist, als das beispielsweise bei Papierabzügen der Fall ist. Also eben derartige Intensität an Erlebnis, wie ein Bild erscheinen kann, ist für mich bisher einzigartig hier in diesem Verfahren. Gut, im Anschluss an die Fixierung wird die Glasplatte gewässert, ausreichend gewässert. Je nachdem, welchen Fixierer man benutzt, dauert das zwischen 5 Minuten bis zu einer Dreiviertelstunde bei fließendem Wasser im Optimalfall.
Im Anschluss an die Wässerung findet die Trocknung der Glasplatte statt und im Anschluss daran wiederum die Versiegelung mit einem Siegellack, sodass die Schicht gegen Kratzer und Ähnliches geschützt ist. Hier in dem Fall haben wir aufgrund der Kurzfristigkeit, weil der Siegellack, den ich ansetze, der braucht immer 10 bis 14 Tage, bis er wirklich richtig ausgehärtet ist. Und aufgrund der Kurzfristigkeit der Motive, die hier entstanden sind, haben wir jetzt auf eine Versiegelung verzichtet. Das kann man auch generell so machen. Das Bild ist dann lediglich anfälliger für Kratzer oder Fingerabdrücke oder Abreibungen, was auch immer. Ist nicht ganz so geschützt wie mit dem Siegellack. So, was wollte ich denn noch erzählen? zur Schicht vielleicht selber. Oder vielleicht zunächst mal nochmal zur Belichtungszeit, also während der Belichtung. Die Belichtungszeiten sind hier bei künstlichem Licht, mit dem ich arbeite, zwischen 4 und 25 Sekunden. Das heißt, diese Zeit sitzt in dem Fall der Porträtierte auf einem wunderschönen alten Stuhl, hat im Nacken eine Kopfstütze, damit er sich nicht bewegt, weil jede Bewegung verursacht natürlich eine Unschärfe, eine Bewegungsunschärfe. Das heißt, man sitzt da mit der Kopfstütze, ist ganz entspannt und angelehnt und schaut eben für die Dauer der Belichtung dann eben in die Kamera direkt. Jetzt schaue ich nochmal, jetzt wollte ich nämlich zur Schicht noch was sagen. Die Schicht ist Die Schicht ist verschwunden. Ich hatte euch eigentlich an der Stelle jetzt... da kann es nicht drin sein. Danke. Hatte eigentlich zur Veranschaulichung hatte ich ein Stück quasi dieser hauchdünnen Fotoschicht, die auf dieser Glasplatte ist, mitgebracht, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie filigran und wie zerbrechlich diese Schicht eben ist. Es ist wirklich nur ein hauchdünnes Häutchen, ich weiß nicht, vielleicht haardick, vielleicht ein bisschen dünner sogar, worauf dann eben diese Belichtung dann stattfindet letzten Endes. Kann man etwas sagen, welche Empfindlichkeit die Skolodium dann hat? Ja. Genau. Man kann mit Blitzlicht arbeiten. Dann, ja, die ASA-Zahl, also man sagt, es liegt so bei rund einem ASA. Ist also ziemlich lichtunempfindlich im Grunde genommen. Deswegen kommen wir von Grund her schon auf lange Belichtungszeiten. Nun ist es so bei Dauer, man kann mit Blitzlicht arbeiten. Was ich von Bekannten gehört habe, bräuchte man, wenn man im Studio arbeitet, ab 3000 Wattsekunden aufwärts. Mehrfach blitzen macht auch keinen Sinn, ja, weil in der Zwischenzeit, wo man auf den Blitz wartet, quasi diese 2 oder 3 Sekunden, je nachdem, wie schnell er nachlädt, findet auch vielleicht eine Bewegung statt. Ne? Also ganz wichtig ist hier bei meiner Arbeitsweise eben die Kopfstütze, die quasi die Person an sich ruhig hält und stabil hält. Man kann allerdings mit den Augen blinzeln. Das geht, ja, weil die Bewegungen sind so schnell und man blinzelt ja jetzt nicht ganz langsam und dann wartet man, sondern das geht eben so schnell, dass das Material eben diese kurzen Bewegungen eben nicht einfängt. Nee, also es wird in der Regel mit einer 9%igen Silberlösung gearbeitet. Das heißt, man hat in der Regel 1 Liter destilliertes Wasser und da kommen 90 Gramm Silbernitrat rein und sind drin aufgelöst. Ja, und dann
muss das Bad iodisiert werden, quasi aktiviert werden, dass es überhaupt auf die Schicht dann reagiert. Das ist, da kann man beispielsweise eine mit Collodium beschichtete Platte über Nacht in das frische Silberbad einlegen und am nächsten Tag rausnehmen. Und dann kann man arbeiten mit dem Bad. Oder es braucht unterschiedlich 10 oder 20 Platten, die man immer frisch beschichtet reinlegt, bevor das Bild überhaupt kommt. Also von der Dauer, die Einwegzeit spielt eine Rolle. Die was? Die Einwegzeit, das ist immer die Draht, spielt eine Rolle. Wie lange die Platte dann in der Höhe ist? Ja, sollte zwischen 3 und 6 Minuten drin sein. Ich habe das Ganze basiert ebenso wie die Belichtungszeiten basiert auf Erfahrungswerten. Also Erfahrung ist ganz wesentlich. Wenn man das macht, kann man sehr lange üben, bis man in etwa ein Gefühl dafür bekommt, wie das so ist. Ein wesentlicher Punkt ist noch bei der Collodium-Fotografie oder nassen Collodium-Fotografie arbeiten wir eigentlich mit einem Lichtspektrum, was unsere Augen überhaupt nicht wahrnehmen kann. Ja, wir arbeiten in einem bestimmten UV-Bereich. Die genaue Nanometerzahl habe ich jetzt nicht, aber wir sind hier mit orthochromatischem Material empfindlich auf Blau. Ja, das heißt, Blau wird weiß im Grunde genommen, im Gegensatz zu Grün, Rot und Gelb tendieren zum Schwarz oder zum Grau hin. Zumindest. Die ASA-Zahl zu erhöhen, hat bisher also meines Wissens nach noch niemand wirklich geschafft. Das Verfahren, was es hier nachgab, also das wurde eben 1851 entwickelt von Sir Frederick Scott Archer in London. Und das Verfahren, was wiederum die Collodium-Fotografie abgelöst hat, das war Anfang der 1870er Jahre, die Trockenplatte im Grunde genommen, was wir als Brom-Silber-Gelatine kennen. Hier wurde eine Brom-Silber-Gelatine aufgetragen, auf eine Glasplatte getrocknet, und der Fotograf hatte die Möglichkeit, am Tag des Fotografierens beispielsweise, wollte rausgehen, ein paar Landschaftsaufnahmen machen. Dann hat er sich hier 6 Kassetten geschnappt, hat die bestückt, ist rausgegangen, hat fotografiert und kam abends wieder und hat gesagt, ach, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, das mache ich morgen, das Entwickeln, und ist dann am nächsten Tag hingegangen, hat die Platten genommen und entwickelt. Beim trockenen Verfahren. Da waren die Emulsionen auch schneller, da ist man auf 50stel oder 100stel teilweise schon gekommen. In diesem Verfahren, das hatte ich eingangs vergessen zu sagen, hier ist es so, dass eine Glasplatte innerhalb von 15 Minuten beschichtet, lichtsensibilisiert, belichtet und entwickelt sein muss und dann natürlich ins Fixierbad kommt. Das hängt auch noch ein bisschen von der Temperatur ab. Ja? Also wenn es kühler ist, dann hat man da ein bisschen mehr Zeit. Wenn es wärmer ist, dann hat man eben weniger Zeit. Hier muss man darauf achten, eben, dass die Platte nicht austrocknet oder auch nicht antrocknet. Das ganze Verfahren ist vom Moment der Beschichtung an bis zum Entwickeln, Einlegen in den Fixierer sollte es innerhalb von 15 Minuten passiert sein. Andererseits kann man auch nicht schneller fotografieren mit diesem Verfahren. Ja, also wir haben das mal getestet. Alleine bin ich so auf die 15 Minuten gekommen. Ja, also alle 15 Minuten ein Bild zu machen tatsächlich. Allerdings ist es dann schon sehr stressig. Mit 2 weiteren Assistenten sind wir auf eine Zeit gekommen von 8 Minuten. Ja, wo wir alle 8 Minuten im Laufe von 3 Stunden, glaube ich, also alle 8 Minuten ein Bild machen konnten. Das war für damalige Verhältnisse, für 1850 oder 51 oder 1860, war das wahnsinnig schnell, weil bis dahin gab es ja die Daguerreotypie und da gab es weitaus längere Belichtungszeiten, weitaus
weitaus intensivere Vorbereitungsarbeiten, die erforderlich waren, sodass man da eben, glaube ich, alle halbe Stunde oder alle dreiviertel Stunde vielleicht ein Bild machen konnte. Also das war schon sensationell schnell für damalige Verhältnisse. Für heute stellt es natürlich eine extreme Entschleunigung dar. So, wenn wir uns selber erfahren in dieser Multitasking-Welt, ja, und dann kann man nur alle 15 Minuten ein Bild machen. Hey, da schläft man ja ein, denkt man, ja. Andererseits ist das Arbeiten mit diesem Verfahren ein sehr intensives, ein sehr konzentriertes. Und aufgrund des magischen Augenblicks oder des magischen Moments, wenn die Glasplatte dann im Fixierbad liegt und das Silber, das nicht belichtete Silber rausgewaschen wird und das Bild dann auf magische Weise erscheint, einfach ein Prozess, der unendlich glücklich macht. Ja, weil man, oder mir geht es jedenfalls so, ne? So sehr glücklich macht, dass ich gar keine digitalen Jobs mehr mache. Ich habe dann Anfang 2014 beschlossen, ich mache ausschließlich dieses Verfahren und will ausschließlich das machen und mache gar nichts anderes. Meine digitalen Kameras verkauft und wenn ich jetzt so mal zwischendurch ein Foto mache, nehme ich mein iPhone und drücke dann mal drauf. Ja. Also das ist schon so das Bemerkenswerte, ist diese Entstehung im, und jeder, der das mal erlebt hat, auch hier die Protagonisten, die hier jetzt auf den Bildern sind, die standen da und waren völlig gefesselt von diesem magischen Augenblick. Ne? Genau, macht glücklich. Sozusagen, ja? Ich habe zwei Fragen. Mhm. Wie beschichtet man die Platten? Mhm. Und zweitens, Sie haben gesagt, Sie haben von dem magischen Moment erzählt. Mhm. Werden die Platten nicht im Dunkeln fixiert, sodass man diesen magischen Moment gar nicht sieht? Also die Platten werden im Hellen fixiert oder man kann sie im Hellen fixieren. In der Dunkelkammer findet im Grunde genommen die Lichtsensibilisierung, die Entwicklung und das Stoppen der Entwicklung statt. Und nach dem Stoppen, also was man sonst als Stoppbad kennt, ja, hier ist es einfach nur ein bisschen Wasser drüber gießen, um die Entwicklung zu stoppen. Findet im Dunkeln statt und die Fixierung, eben das Rauswaschen des unbelichteten Silbers. Also dann kann man den magischen Moment erleben. Man sieht das ja und man steht selber an dieser Schale und wippt und denkt sich, oh, wann kommt denn da was? Oh, da ist ein Auge. Und da ist irgendwie, ja, und das ist ein wunderschöner, schöner Moment. Die erste Frage war... Wie beschichtet man? Also wie kann man das, wie sozusagen das auftragen? Ja, also die Emulsion, also es gibt in Prag, gibt es einen Lieferanten für Emulsionen beispielsweise, ne, der eine fertig angesetzte Emulsion liefern kann. Ich mache das alles selber, stelle mir das alles nach historischen Formeln her, die dann mehr oder minder modifiziert sind auch. Das Auftragen technisch, wie das aussieht, also sähe jetzt aus, hier ist meine gedachte Collodium-Flasche als Träger. Was ist denn Collodium? Collodium ist Schießbaumwolle in Äther und Alkohol. Das ist nicht ganz ungefährlich, die Löwen zu rühren, habe ich mal gelesen. Das ist nicht ganz... Ganz ohne, das kann einem um die Ohren fliegen, wenn man das nicht richtig macht. Richtig, das ist auch früher häufig passiert, dass mal so ein... Nur durch Drehen am Glas, an der Glasflasche, oder? Ganz so gefährlich habe ich das jetzt noch nicht. Aber es war früher schon gang und gäbe, dass jetzt amerikanischen Bürgerkrieg so mal so ein Fotografenplanwagen in die Luft geflogen ist. Ja. So. Und es gab es auch, es gibt vereinzelte Studios in den Vereinigten Staaten, wo Fotografen das Verfahren eben benutzen und da ist vor einigen Jahren tatsächlich mal so ein Studio hochgegangen. Ne? Also das Ganze ist aufgrund der Tatsache, dass eben Schießbaumwolle, ne, und hochkonzentrierter Alkohol benutzt wird. Äther beispielsweise mit einem Siedepunkt von 34,6 Grad oder 36,4 Grad. Das sind schon Gefahrenstoffe, mit denen man da umgeht. Da muss man sich schon bewusst sein, was man tut. Deswegen sagte ich eben auch,
Das ist wenn man in diesem Verfahren arbeitet, ist jeder einzelne Schritt ein hochkonzentrierter Arbeitsschritt, wo man wirklich bei der Sache ist. Dass man wird in diesem Moment im Grunde genommen, ich empfinde es als zeitlos. Ja? Meine Lebensgefährtin sagt, hey, Daniel, die ruft mich an und sagt, Daniel, wo bleibst denn du? Ich sitze hier seit 3 Stunden mit dem Essen. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe hier fotografiert. Ja? Die Zeit ist geflogen. Ja? Also Zeit wird in diesem Moment, also für mich persönlich, ich weiß es aber auch von anderen oder im Erleben mit anderen, das ist ein, das ist einfach nur ein, ja, ist ein Wort, ja, und man ist einfach drin und ist dabei und mir geht es eben so, ich vergesse dann alles andere. Ne? Zur Frage zurück, die Beschichtung findet dann eben, also Collodium als Trägerschicht sozusagen mit Brom und Jod Brom und Jod in diesem Collodium mit Alkohol und Äther gemischt, wird dann eben, wenn ich hier diese Flasche habe mit der Flüssigkeit, dann hat die auch einen Ausguss, der nicht gleich alles rausschüttet, sondern wo man das quasi gut dosieren kann. Dann halte ich die Glasplatte so mit von unten, da gibt es unterschiedliche Methoden, man kann sie auch so halten beispielsweise, aber traditionell gibt es eben diese zwei Methoden, die Waiter-Methode nennt sich das, glaube ich, also die vom Ober, der so das Tablett mit dem Kaffee bringt. So, dann habe ich hier die Flasche, gieße das Collodium auf in der Mitte, lasse es dann von der Mitte in die Ecke A laufen, in die Ecke B, in die Ecke C, in die Ecke D, halte ein anderes Abgussglas beispielsweise drunter und schütte das, die überflüssige, was jetzt zu viel auf der Platte ist, die überschüssige Flüssigkeit eben einfach wieder ab. Ja. Und genau, das ist so die Technik, ne, wie man das aufträgt. Ja. Wie schätzen Sie denn die zu erwärmenden Flüssigkeiten ein? Also ich meine, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, ist jetzt genau alles, wirklich alles Chemielabor sozusagen zu Hause zusammenzumischen. Und wenn es das tatsächlich gibt, es gibt ja mehrere Anbieter, haben Sie da irgendwie Erfahrung, dass man dass es eine gute Einsteigermöglichkeit ist? Oder soll man da die Finger von lassen? Denn die Preise sind natürlich enorm für so eine Flasche, ich weiß nicht, 98 Euro oder sowas, 1 Liter. Ja, das hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, als jemand, der das eben alles von Anfang an bis zum Ende selber mischt, filtriert und so weiter. Das ist eine aufwendige Sache, die ist auch nicht ganz ungefährlich, natürlich nicht. Ja. Also man muss schon wissen, was man tut. Sowas lernt man aber in einem Workshop natürlich, den wir natürlich auch anbieten. der Nachteil bei bereits angemischten Flüssigkeiten ist, dass wenn es Fehler gibt, dann kann ich nicht wirklich hundertprozentig feststellen, ist es der Fehler, den die beim Anmischen gemacht haben, oder habe ich einen Fehler gemacht. So, und wichtig ist aus meiner Erfahrung, in diesem Prozess eine Konstante zu haben, bei der man in jedem Schritt weiß, was da los ist. Weil wenn irgendwas nicht wirklich hundertprozentig funktioniert, wie ich das möchte, dann kann ich an den unterschiedlichen Schrauben selber drehen. Und das kann ich eben nicht, wenn jemand anders eine Flüssigkeit angerührt hat. Ne? Deswegen finde ich das wichtig, das selber auch zu machen und auch herstellen zu können. Ne? Ja gut, also in einem normalen analogen Schwarz-Weiß-Fotografie benutzen die meisten, denke ich mal, Entwickler, der vorkonfektioniert ist. Mhm. Und verlassen sich darauf, dass es jedes Mal so stimmt und dass man, was weiß ich, eben mit Ilford oder mit dem Arox oder wem auch immer jetzt genau arbeitet. Und das hört sich jetzt so an, als wenn die Emulsionen da nicht so gleichmäßig hergestellt werden, sondern dass da bei gekauften Emulsionen dann tatsächlich Unterschiede gibt, oder? Nein, es gibt letzten Endes immer Unterschiede. Ne? Bei den gekauften gibt es unterschiedliche Emulsionen. Die eine heißt Leas Landscape und die andere heißt, weiß ich nicht wie, ja, eine Porträt-Emulsion. Aber auch die werden ja unter Unterschied. Also was hier ganz wesentlich ist,
ist einmal das Mischungsverhältnis, zum einen, zum anderen die klimatischen Bedingungen, unter denen man arbeitet oder was ansetzt. Ja, so ist es im Sommer anders mit der Emulsion zu arbeiten als im Winter beispielsweise. Ja, genauso was den Entwickler betrifft. Ja. Letzten Endes wird es, also wenn man einmal die Anschaffung hat, dann wird es auf Dauer gesehen wesentlich günstiger, in dem Verfahren alles selber zu machen. Na, weil, ja, ist einfach so. Ein Entwickler, ja, da kauft man sich irgendwie eine Flasche Essig und haut ein bisschen Zucker rein und dann hat man einen Entwickler. Ein bisschen Eisen 2 noch. Ja, so. Ne? Also jetzt leger gesagt. Ne? Da gibt es natürlich ganz konkrete Formeln dafür, aber das ist wesentlich günstiger, als wenn ich jetzt für 25 Euro 250 oder 500 Milliliter Entwickler kaufe. Ne? So kostet der mich irgendwie 3 Euro, 4 Euro. Ne? Und deswegen bin ich ein Freund dessen, das selber anzusetzen auch. Ne? Weil man eben auch, es ist de facto so, um den Prozess ans Laufen zu bekommen, als Anfänger, sage ich mal, wenn man sagt, ich möchte sowas machen, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich will jetzt das ganze Chemie, das will ich alles nicht. Ne? Zu Hause sollte man das ohnehin nicht machen. Ja? Also so wie entwickeln über der Badewanne, und das sollte man vergessen, ja? Weil es doch Stoffe sind, jetzt nicht, weil da irgendwie Feuergefahr ist oder Explosionsgefahr. Es sind einfach Stoffe dabei, die will man nicht einatmen. Ja? Also nimmt man einen, ich hatte es eben schon mal im Gespräch, einen Fixierer. Ja? Man kann das Ganze mit Kaliumcyanid fixieren. Ja? Das ist eine Variante. Man kann es aber auch dann dauert die anschließende Wässerung 5 Minuten, ja? Oder 10 Minuten maximal. Ja, Kaliumcyanid, naheliegend Cyankali allein im Wort schon, oder Zyklon B, das erinnert uns an Zeiten. So, und wenn ich dann so einen Fixierer da stehen habe und da ist ein kleines Kind und das guckt in die Schale und atmet tief ein dabei, dann ist es echt ein Gefahrenpunkt, den will man schon dreimal nicht in der Küche zu Hause haben. Ne? Als Fotograf oder Chemik, nee. Ist nicht für meine Mutter. Nein. Als Fotograf bekommt man es. Ja, ja, als Fotograf bekommt man es. Ich lehne es ab, damit überhaupt zu arbeiten. Also ich versuche in diesem Verfahren grundsätzlich eine sanfte Variante. Ja, deswegen arbeite ich nicht mit Feuer und trockne meine Glasplatten über dem Feuer. Dafür haben wir 2015 einfach einen Föhn. Ja, das ist weniger feuergefährlich einfach. Ebenso eben das Beispiel Fixierer, da kann man mit einem Natriumthiosulfat in Wasser gelöst ganz einfach fixieren. Dann muss man im Anschluss länger wässern einfach. Aber man ist auf der sanfteren Seite. Ne? Und so versuche ich das eben in diesem gesamten Prozess auf einer sicheren, sanften Seite eben zu sein, ne? Die verträglich ist auch. Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch, ja. Wie verhält sich das mit der Entsorgung der Restchemikalien, die so ja, anfangen? Sammeln, Wertstoffhof. Hm. Okay. Wie üblich so. Hm. Ich habe nochmal eine Frage zu den Bildern. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Ja, klar. Alle Bilder haben ja diese Falten, also die Porträts haben mit Falten im Gesicht, die sie eigentlich ja noch nicht haben. Also auch von ihrem Lebensalter her. Ist das... passiert das oder ist das Absicht oder wie entstehen diese Verfaltungen der ja, ich meine das. Ja. Das hier so. Diese Linien, okay. Die Linien, die mhm. Hier sowas zum Beispiel. Ja, die durchs Gesicht auch. Oder hier, ja. Ja. Oder hier sieht man es auch ganz deutlich. Folgendes. Wir haben angefangen, also wenn ich sage wir, dann meine ich meine Lebensgefährtin und mich, ja, weil ich musste fotografieren und mischen und fotografieren und irgendjemand musste Modell sitzen, meine Lebensgefährtin. Gut, wir haben angefangen, nach 4-5 Monaten haben wir sowas Ähnliches
Ja, das könnte man, da könnte man sagen, das geht so in Richtung Foto. Ja? Man hat zwei Augen und eine Nase gesehen und ein paar Löckchen und der Rest war Nebel. Unser erstes Bild nach 4-5 Monaten. So. Und dann haben wir das Freunden gezeigt und die haben gesagt, boah, das ist ja Kunst. Mensch. Und dann habe ich gesagt, ja, sieht so aus. Ist es aber nicht. Wenn man das, also meine Meinung dazu ist, Kunst kommt von Können. Ja, das heißt, wenn ich diesen Prozess beherrsche und weiß, jeden Schritt oder alles, was da passiert, ja, dann kann ich das nach Möglichkeit und nach meinen eigenen Vorstellungen und Wünschen gezielt einsetzen. So, jetzt hatten wir dieses Bild mit den zwei Augen und der Nase und den Löckchen und dem vielen Nebel und haben gesagt, Freunde, was ihr da redet, ist Quatsch. Ja, wir können es einfach nicht. War aber gleichzeitig ein Ansporn, zu gucken, wo kommen die unterschiedlichen Fehler her? Wo kommt der Nebel her? Wo kommen die Linien her? Wo kommen die kleinen Punkte her, die großen Punkte? Und was es so alles da an Fehlern gab? Zu dem Zeitpunkt tatsächlich Fehler, sah toll aus, super. Aber wir haben versucht rauszufinden, wo kommt das alles her? So, und dann haben wir natürlich angefangen, okay, und dann haben wir das mit der Zeit, haben wir diese Fehler rausgearbeitet. Man wollte in der Fotografie ja auch damals, ja, die Fotografie im oder Porträtfotografie hat ja im Grunde genommen das malerische Porträt abgelöst oder sollte es auch ablösen. Ja? Das heißt, man wollte eine perfekte Wiedergabe, eine 1:1 Wiedergabe. Ja, der Soldat, der in den amerikanischen Bürgerkrieg gezogen ist und seine Liebste daheim lassen musste, der wollte sich nochmal fotografieren oder hat seine Liebste fotografieren lassen und hat sie am Herz getragen und wollte, wenn er es aber das Bild hervornahm, wollte er auch seine Liebste sehen und nicht irgendwas Künstlerisches. Das Abbild, das perfekte Foto. So, und wir sind eben Schritt für Schritt weitergegangen in der Fehleranalyse quasi. Und haben all diese Fehler rausgearbeitet. Und dann haben wir gedacht, boah, das sieht ja aus wie ein Foto. Das hätte ich auch auf Filmmaterial fotografieren können. Das sah aus wie Schwarz-Weiß-Fotografie 1970. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das geht ja auch nicht. Ja? Weil das könnte ich viel einfacher haben. Ja? Dann hole ich mir einen Sheetfilm, ja, und fertig. So, und dann haben wir gesagt, das für uns Interessante ist, dieser Prozess, hier eine Grundklarheit zu schaffen, ja, und trotzdem dem Prozess den eigenen Raum zu geben. Und das ist auch das, was dann letzten Endes Spaß macht. Eine Grundklarheit in einem Bild zu haben, wo Linien dann passieren, wo verschiedene Punkte zu sehen sind, ja, die aussehen wie Spritzer oder wie ein ganzes Weltall gleichzeitig, ja, wo man auch ein bisschen Freiheit hat. Und so ist es eben, dass wir eben diese Grundklarheit schaffen, ja, dass man da einen Menschen erkennt, auch eine Persönlichkeit erkennt, im Grunde genommen mit einem Licht fotografiert, ja, was wir in der Regel auch immer das gleiche Licht haben, immer nur einen Reflex im Auge beispielsweise, wir arbeiten ohne Aufheller und wir haben ein festes System oder ich habe ein festes System, nachdem ich arbeite, indem ich quasi eine Person abbilde schon, auch mehr oder minder dramatisch, mal ein bisschen weicher mit einem Licht von vorne oder mal von der Seite mit einem etwas härteren Schatten dann beispielsweise, was dann dramatischer wird. Aber dieser Prozess soll seinen eigenen Raum haben und fließen können. Ja, und hier ist es so, beispielsweise so, wir haben das alles an einem Tag fotografiert und haben nicht, wie ich das üblicherweise mache, am Tag zuvor mal einen Test gemacht, sondern einen Test vor Ort an diesem Tag. Und da habe ich festgestellt, Mensch,
sieht ja wieder aus wie 1970. Jetzt musste mal ein bisschen drehen, ja, irgendwas musste machen. So, und dann habe ich mir eben so bestimmte, man kann diese Prozessspuren beeinflussen, ja, man kann dadurch, dass man Emulsionen dicker macht oder dünner an bestimmten Stellen, die Art und Weise, wie man mit dem Entwickler umgeht beispielsweise, ja, eine Stelle, die beispielsweise länger entwickelt ist als eine andere Stelle, sieht anders aus als eben die, die jetzt kürzer entwickelt ist. So kann man das mit den unterschiedlichen, sowohl mit der Trägeremulsion als auch im Entwickler machen, als auch bei der Lichtsensibilisierung. Da kann man spielen. Und hier ist es eben so, dass ich in einem dieser Prozesse eine bestimmte Handbewegung einfach gemacht habe und deswegen kommen hier immer an der gleichen Stelle oder auch hier in dem Bild quasi so ein Viertel Mond oder so ein Viertel Sonne, wie man es nennen mag. Das ist immer hier so eine. So, das heißt, man kann diese Prozessspuren, man kann sie steuern, wenn man möchte. Ja, und das Gleiche gilt eben für gerade Linien. Ab einem gewissen Zeitpunkt kommt immer darauf an, in welchem Schritt des Prozesses das gerade ist, ob das beim Einlegen ins Silber ist oder Herausnehmen aus dem Silber, ob es beim die Art, den Entwickler zu gießen beispielsweise. Je nachdem, wo das ist, in welchem Schritt, kann man das eben relativ steuern. Auch relativ genau, wie man hier sieht. Ja, also, dass man immer an der gleichen Stelle das beispielsweise macht. Ja, man kann das aber auch zufällig laufen lassen, ab einem bestimmten Punkt, dann passiert hier sowas zusätzlich. Ne? Also diese Altersspuren oder Prozessspuren, wie ich sage. Okay, also kürzlich eingesetzte Fehler, um das den Prozess deutlich zu machen. Im Grunde genommen schon, ja. Aber nachdem das verstanden wurde, das ist ja das Wesentliche. Natürlich. Das ist, also für mich ist es die Grundvoraussetzung. Ich kann sowas erst anwenden oder sagen, kann das erst anwenden, wenn ich weiß, wie es geht oder wenn ich. Das sind auch nur Handtechniken im Grunde genommen. Ja. Und die kann man eben anwenden oder das eben so anwenden, dass es ziemlich plan wird, wie hier. Ja, oder. Hier laufen, ja, das ist immer so, wann lasse ich den Prozess laufen und wann halte ich ihn fest und wann halte ich die Zügel fest in der Hand und lenke das Ganze und wann lasse ich im freien Lauf sozusagen. Und hier ist eben die Mischung. So, was habe ich, ja? Sie haben ja eben negativ gezeigt. Mhm. Und dann das Tuch dahinter gehalten, das ist ja schön gesehen. Aber hier haben Sie ja offensichtlich, also wenn ich das richtig mir angeguckt habe, nicht ein Negativ genommen und hinterher den schwarzen Hintergrund da, sondern die Platte selbst ist schon schwarz beschichtet. Ja. Und ist das irgendwie ein Lack oder? Genau, das ist das nennt sich Lackobelglas. Ja, und ich habe die Möglichkeit eben hier, wie das eben bei der ist, ein normales Fensterglas zu nehmen beispielsweise und das auf der Rückseite zu schwärzen. Oder ich kann bereits vorgeschwärztes oder rückseitig vorgeschwärztes lackiertes Glas auch kaufen. Ist dann entsprechend hochwertiger. Ne, das geht auch. Gibt es auch in unterschiedlichen Stärken beispielsweise. Es macht auch nochmal einen visuellen, gibt nochmal eine andere Tiefe in einem Bild beispielsweise. Die ursprüngliche Vorgehens- oder man kann auch opakes Glas nehmen, also komplett durchgefärbtes Glas. Funktioniert auch beispielsweise mit Rot, Dunkelrot oder Dunkelblau, funktioniert es genauso. Also wenn ich das hier vor meine Jeans halte beispielsweise, ne, dann sieht man das Bild auch als positiv eigentlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt alle sehen. Ne? Und das Gleiche eben bei Dunkelrot. Ne? So, oder man kann das auch so fotografieren beispielsweise und kann einen dunklen Samt dahinter legen beispielsweise und es in einen Rahmen tun. Also gibt es vielfältige Möglichkeiten auch. Ne? Und es spielt jetzt keine Rolle, ob die Schwärzung
direkt auf der Vorderseite unter der Schicht ist oder auf der Rückseite. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ein, weil es ja dann zwei Ebenen sind. Mhm. Also es ist folgendermaßen, wir fotografieren ja eigentlich Kopf- und Seiten verkehrt. Ja, wenn ich jetzt ein bereits vorgeschwärztes, also ich sage jetzt mal vorgeschwärzt oder vorgerötet oder was auch immer, oder eine geschwärzte Metallplatte nehme auch, dann ist das Bild, also wir können es dann quasi richtig rumdrehen, dann haben wir es quasi richtig rum, also nicht kopfverkehrt, aber sobald es vorgeschwärzt ist, ist es immer seitenverkehrt. Wenn wir, im Gegensatz zur Klarglasplatte, hier haben wir die Möglichkeit, die Platte auf der Schichtseite zu schwärzen, ja, also quasi mit einem Lack, also früher hat man Asphaltum genommen, ja, heute kann man genauso einen Acryllack nehmen und drüber sprühen. Dann meint man, okay, dann sprühe ich das ja auf die Schicht, dann ist das Bild weg. Es stimmt aber nicht, weil wenn ich das dann umdrehe, habe ich quasi ebenfalls einen geschwärzten Hintergrund, sehe das Bild und habe gleichzeitig einen Schutz, das Glas nämlich, als Schutz auf der Vorderseite. Das heißt, ich habe es Kopf und Seiten richtig dann auch. Ja. Also Sie fotografieren einen schwarzen hinterher? Ist eigentlich unterschiedlich. Ist unterschiedlich, je nachdem, was ich machen möchte. Also wenn es jetzt wichtig ist, beispielsweise eine Schrift wiederzugeben, ja, wie das jetzt kürzlich bei einer Firma war, die wollten ihr Logo natürlich richtig rumsehen, ja, da ist es dann erforderlich, dass man eben Klarglas nimmt und das eben auf der Schichtseite schwärzt und die Glasplatte einfach umdreht, dass sie dann Kopf und Seiten richtig ist und man Schrift dann auch lesen kann. Ja. Gibt es denn deutlichen Unterschied in der Anmutung zwischen dem nassen Collodium und der trockenen Glasplatte, die Sie vorhin erwähnt haben? Ja, also ich kenne mich mit Trockenplatten nicht so gut aus. Ich mache das zwar auch. Es ist so, dass die Trockenplatte eigentlich Negative erzeugt. Ja, es kann sein, ich habe es aber selber nicht probiert und ich weiß auch nicht davon, aber man könnte ein Umkehrverfahren quasi anwenden und sie als Dia wahrscheinlich entwickeln, ja, also bleichen und dann zweitentwickeln sozusagen. Und es könnte sein, dass man dann positiv auf Glas bekommt, aber das weiß ich nicht, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe bisher. Negative mache ich da schon in einem anderen Format dann. Haben Sie da mal ausprobiert, so ein Glasplattennegativ, also ein Trockenplattennegativ, das auch nur unterbelichtet war, zu schwärzen oder das zu habe ich noch nicht, ne. Also man hat das ja manchmal, dass man, wenn man Negative anguckt, die alle übereinander liegen, dass man plötzlich das im Negativ positiv sieht. Bei einigen klappt das. Gibt es bei Filmen auch, ja. Ja, meine ich eben, sogar beim Kleinbildfilm. Aber ich habe das dann mal ausprobiert, das einzuschwärzen. Man kann es ein bisschen deutlicher sehen, aber es kommt nie an diesen Kontrast ran. Ja, wissen Sie aber, woran das liegt? Der Dunkelfeldeffekt, der wollte gleich nicht auf dem Grundfeld Untergrund, um das positiv einzunehmen. Ja, das habe ich schwarz hinten eingesprüht. Also es ist ja, schon, es geht in die Richtung, aber es ist nie so irgendwie. Aber ich brauche von unten dann ein Seitenlicht, wenn es geläuft, wenn ich diesen dunklen Feldeffekt bekomme bei mir. Ah. Ich ausprobiere mit dem Labor einfach ganz schräges Licht von der Seite und dann gucken, dann sieht man sich positiv auch. Unabhängig von der negativen Größe. Das muss ich gleich. Machen Sie lieber einen Kurs bei mir. Ja, das kommt gleich. Dann kriegen Sie es direkt. Nee, Scherz. Ja, hat noch jemand Fragen? Ach so, was ich ganz vergessen habe, glaube ich, zu sagen. Wenn man im Studio ist oder ja, im Atelier, da haben wir eine Dunkelkammer. Wenn man draußen arbeitet und Landschaftsbilder macht beispielsweise, braucht man eben ein mobiles Labor, was man immer dabei hat, ne, um eben direkt zu verarbeiten sozusagen. Hatte ich gesagt? Nein. Nein. Das haben Sie auch, oder? Ja, natürlich. Auch als Zelt oder als Bus? Oder? Der Gedanke Bus ist sehr naheliegend im Moment. Ja, auch formatbedingt. Im Moment ist es im Grunde genommen eine Transportkiste,
die so groß ist, wo man den Deckel einfach hochklappen kann. Und dann kommt ein großes, das Ganze auf zwei Böcken, ganz einfach. Das Ganze auf zwei Böcken, dann kommt ein großes schwarzes Tuch drüber, das ist mein mobiles Labor. Und man kann aber auch einfach ein schwarzes Tuch irgendwie ins Auto tun bei einem Kombi und hinten die Heckklappe hoch und das dann außen rum und dann hat man es auch. Ne? Ich habe festgestellt, alles was funktioniert, ist gut. Ja, also man sagt ja oft, okay, jetzt ist der Balken kaputt. Mensch, was mache ich denn jetzt? Wer repariert mir denn einen Balken? Ja, und dann noch so einen alten. Ja, und dann gehe ich einfach hin und dann lege ich ein Tuch drüber und dann ist das Ganze lichtdicht. Es funktioniert. Ja, und das ist das Wichtigste. Ja, egal wie ich, und das gilt eigentlich für alle Schritte. Ja, wichtig, also mir geht es hier nicht darum, ich bin jetzt persönlich nicht technikaffin und das muss alles hundertprozentig und super und auch noch toll aussehen, die Kamera, und dann klappt das schon. Mir ist wichtig, dass es irgendwie funktioniert, aber dass es funktioniert und dass es gut funktioniert. Ne? Und da ist egal, ich weiß nicht, ich hatte neulich irgendwie, hatten wir einen Fehler, da fehlte bei einer Kamera, weil das ist ja jetzt eine 13-18 Kamera, ne? Das ist ein ganz anderes Format, das ist 18x24 und das ist 24x30. Man braucht natürlich auch immer, je nachdem in welchem Format man arbeitet, dann größere Kameras. Bei einer 24x30 Kamera gibt es Einlagen, Reduzierrahmen, da kann ich auch so ein Bild mitmachen. Ja, aber eine 30-40 Kamera, beziehungsweise ein 30x40 großes Bild, da bräuchte ich dann die nächstgrößere Kamera sozusagen. Und wir hatten es eben neulich bei einem, bei einer Session, dass hier dieser Messingknopf, der fehlte. Und das war mir nicht so bewusst. Und da ist bei der ersten Belichtung einfach Licht reingefallen. Ne? Klar, ist ein Loch drin und dann fällt hinten Licht rein. Und ich stand vor der Platte und habe gedacht, so, was hast du jetzt falsch gemacht? So, und bei diesem Prozess denkt man immer erst, dass man irgendwas mit der Emulsion nicht stimmt, dass irgendwas mit dem Silberbad nicht stimmt, dass ich die Platte falsch rum in die Kassette gelegt habe, ja, sodass gar keine Schicht belichtet werden kann. Das war jetzt nicht der Fall, aber, weil es war ja was zu sehen. Als allerletztes gucke ich mir die Kamera so an und dachte, okay, ja, das wird sein. Und dann haben wir das einfach mit Tape zugeklebt und das Thema war erledigt. Ja, also so, alles was funktioniert, ist gut. Es geht aber auch viele Großformatfotografen, also ohne nasses Colorio-Verfahren, dass das erstmal eine kleine Recherche sein kann, wo der Fehler tatsächlich liegt. Ja, ja, ja. Der klar. Fehler falsch eigentlich. Klar. Ja. Ja, genau. Ja, bitte. Warum haben Sie auf digitale Fotografie verzichtet? Für mich hat sich ein Kreis geschlossen. Ich wollte als junger Fotograf mit Anfang 20, war ich in Südfrankreich und wollte bei Bekannten zu Besuch. Und der Bekannte war auch Fotograf, ein erfahrener, gestandener Fotograf, Mitte 50 zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Roy, ich würde gerne da oben, habt ihr so Bergdörfer, da würde ich gerne fotografieren. Dann sagt er, ja, was hast du denn für eine Kamera? Ja, eine Nikon F3 und eine F4. Dann sagt er, vergiss es. Die Leute, die alten Menschen, die da oben wohnen, wenn du da ankommst und glaubst, du könntest ein paar Mal draufdrücken und die lassen sich einfach so fotografieren, vergiss es, das kennen die gar nicht. Das kennen die überhaupt nicht. Die setzen sich gar nicht für dich hin. Was die kennen, sind alte Holzkameras. So, und da war bei mir der Gedanke geboren, okay, das will ich. So, und das war dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war das. Und da war es zu dem Zeitpunkt, wusste ich, da gibt es in Amsterdam ein paar alte Herren mit langen Bärten, die irgendwo in einem Fotolabor stehen und irgendwas mischen. Ja, und jetzt wohnte ich aber in Düsseldorf und Amsterdam ist dann doch irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt. Und es gab kein Internet in der Weise, wie es das heute gab, dass man sagt, okay,
Collodium-Nassplattenfoto, ja, mache ich jetzt mal eben, ja. Dieses Buch, das bestelle ich mir bei Amazon und das aus dem Archiv gab es nicht. Ja. Und wie das bei mir so war, ich wollte immer alles jetzt und gleich. Und wenn es das nicht gab, dann habe ich gesagt, dann lasse ich das doch. So und so, dieser Traum eigentlich, der hat sich im Grunde genommen erfüllt, oder dieser Wunsch, mit Holzkameras zu arbeiten, der hat sich erfüllt eben in 2011, wo ein Bekannter von mir eben das Verfahren, ein befreundeter Fotograf, das Verfahren angefangen hatte. Ich habe digital ein Video gemacht für ihn und dann habe ich Feuer gefangen. Ich habe das gefilmt und dachte, wow. Und da fing es eigentlich an, habe ich gesagt, okay, du kriegst das Video und zeigst mir die Kniffe. Und das hat er gemacht, so die ersten 2-3 Schrittchen. Und dann hat es aber, wie gesagt, noch 4-5 Monate gedauert, bis ich das erste Bild überhaupt hatte. Und ja, es hat sich ein Kreis geschlossen. Ne? Aber nie in dem Bergdorf gewesen. Bitte? Aber nie in dem Bergdorf gewesen. Nie in dem Bergdorf gewesen, aber wie gesagt, ich spiele eben auch mit dem Gedanken mobil dann jetzt. Quasi mobil, noch mobiler zu werden, ja, mit einem Auto als Dunkelkammer und was dann gleichzeitig auch eine Kamera ist. Noch Kamera. Ja, ich brauche ein größeres Objektiv noch. Ja. Und das, in die Richtung geht es dann eben. Ne? Hab da jetzt die ersten Tests gemacht in Bayern. Ja, da auf einem schönen alten Bauernhof mal jemanden fotografiert und gemerkt, dass es dort mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich habe lange in München gelebt, deswegen ich will wieder in die Richtung und liebe das Traditionelle und von daher. Aber im Moment bleibt hier bei dem Format und wird nochmal 30-40, da habe ich noch eine Kamera da, die nicht benutzt wurde bisher. Das ist der nächste Schritt eben. Ne? Es ist aufwendig, dann große Glasplatten oder ne, ab einem gewissen Punkt muss man dann auf, ist man gezwungen, mehr oder minder auf Metall umzusteigen. Es gibt einen Amerikaner, Ian Rooser heißt er, der hat eben so einen riesen, ja, was heißt riesen Lieferwagen, der hat einen Lieferwagen und der macht dann so große Metallplatten. Ja, in dieser Größe braucht man schon ein extrem dickes Glas, sage ich mal, um es quasi so horizontal zu halten überhaupt, ja, oder auf einem Ball abzustellen, dass man die Emulsion dann über diesen Ball so verteilen kann. Ne? Und das bricht halt dann schnell, dann sagt man sich, okay, dann geht man vielleicht doch lieber auf Metall. Hat dann aber immer den Nachteil, dass es seitenverkehrt ist. Ne? Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, ja, doch. Die letzte Frage, ja, natürlich, was umfasst denn jetzt ein Workshop bei Ihnen? Finanziell. Ja, und was umfasst der? Also vom Anrühren bis zum Bild? Ja. Oder wie sieht so ein Workshop bei, ja, Ihnen denn jetzt aus? Das wäre ja sozusagen... Ja, Workshop, ich fange mal mit den Kosten an. es gibt einen Schnupperkurs, der dauert 4 bis 6 Stunden in einer kleinen Gruppe von 3 bis 6 Leuten, kostet 119 Euro und umfasst im Grunde genommen so ein kleines Gespräch, wie wir es jetzt gehabt haben, ne? Eine Einführung sozusagen, eine Erklärung des Prozesses. Und dann hat man die Möglichkeit, selber eine Glasplatte eben zu beschichten. Ich würde die dann lichtsensibilisieren und belichten kann man selber und das Motiv auch selber belichten. Genau, und auch selber einstellen. Licht setzen kann man auch dann. Genau, dann würde ich entwickeln und man geht dann mit einer 13x18 Glasplatte oder zwei 13x18 Glasplatten nach Hause. Dauert 4 bis 6 Stunden, kostet 119 Euro. Es gibt einen Intensiv-Wochenend-Workshop, der im Grunde genommen auch so anfängt wie jetzt, ne, quasi ein Gespräch.
wo die Zusammenhänge dann natürlich intensiver erklärt werden nochmal, der dann beginnt mit Sicherheitsvorkehrungen, Stoffen, also Stoffe, die man braucht, wo man die Stoffe bekommt, Sicherheitsvorkehrungen, ganz, ganz wichtiges Thema. Also erstmal ein halber Tag eigentlich nur Theorie, viel zum Mitschreiben, unterschiedliche Formeln, ja, sowohl für Landschafts- als auch für Porträtfotografie. Collodiumformeln, Entwicklerformel, was man alles braucht zusätzlich, ne, angefangen vom Messbecher über Pinzetten, über Handschuhe, über alles Mögliche. Ne? Also was man alles braucht, um diesen Prozess dann am Ende des Wochenendes quasi selbst machen zu können. Und dann geht's los mit ersten Trockenübungen sozusagen, ne, dass man einfach mal so eine Glasplatte in die Hand bekommt und einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Ne. Vorher wird das Glas geschnitten, ne, dass man auch selber ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn Glas überhaupt für ein Trägermaterial? Ne? Ist das wirklich so fragil, wie wir glauben, dass es ist? Oder wenn ich es hinfallen lasse, das lebt ja noch, ja? Das ist ja gar nicht kaputt. Ne? Also dass man feststellt, das ist ein Werkstoff, der durchaus stabil ist. Ne? Dann das Schleifen und dann besonders beliebt das Waschen der Glasplatten, weil das muss sehr genau gemacht werden, weil alles sehr, sehr sauber sein muss. Sehr geliebt, genau. Und dann geht es eben an die Trockenübungen, dass man übt, das Collodium drauf zu gießen, abzugießen, dass man übt, wie man die Glasplatte ins Silberbad legt beim Sensibilisieren, wie man sie rausholt. Da gibt es auch unterschiedliche Techniken. Das kann man im Bad machen, quasi, dass man es reinlegt oder dass man es in quasi so ein Gestell schiebt, mehr oder minder. So diese unterschiedlichen Techniken der Handhabung eben. Ne? Genau, wenn es dann gut geht und wenn das dann flott alles aufgefasst wird und man das auch so gut drauf hat, dann könnte man im Grunde genommen am ersten Tag spät nachmittags schon eine erste Platte fotografieren. Ist bisher noch nicht passiert, weil es ist einfach so, dass die Grundlagen, ne, also mit den Stoffen umzugehen, so für mich persönlich einfach so grundlegend wichtig ist, dass da echt äußerste Vorsicht geboten ist und das nimmt einfach viel Raum. Ne. Am zweiten Tag werden dann nochmal vormittags die Übungen gemacht, ein Stündchen, und dann geht's los. Jeder fotografiert jeden. Und es geht dann bis nachmittags, ne, oder ja, bis 18, 19 Uhr. Und dann räumt man zusammen. Wenn es bis 20 Uhr geht, dann geht's bis 20 Uhr. Wenn man dann anschließend noch am Grill sitzt oder beim Bierchen oder Weinchen. Genau. Das sind so diese zwei Arten von Collodium-Workshops, die es gibt. Ne? Hier kostet das Wochenende 350 Euro. Wir achten immer drauf, oder ich achte immer drauf, offiziell gebe ich den an mit 4 bis 6 Teilnehmern. Mir ist es allerdings immer lieber, es sind 3 bis 4 Teilnehmer. Ja? So, dass man auch wirklich gezielt und intensiv miteinander arbeiten kann und dass wirklich jede einzelne Frage auch beantwortet ist. Ne? Oder jeder Kniff, ja, dass man den raus hat einfach. Ne? So, das ist so, ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr da seid, dass ihr so interessiert seid und freue mich, wenn euch dieser Vortrag gefallen hat. Dankeschön.